So, liebe Bullsportfreunde, wir melden uns aus Martigny, aus der Schweiz, zur Europameisterschaft Tête-à-Tête, Doublet und Doublet Mixed. Wir haben Dienstagabend und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Halle. Wir machen mal einen Schwenk aus verschiedenen Positionen. Wir fangen mal hier vorne gerade mal mit dem Boden an. Der Boden ist wirklich sehr, sehr körnig, wenn ihr das hier sehen könnt. Ist sehr schön. Sehr schön Beton unten drunter, glatt. Bisschen Kalkstein oben drüber. Es wird also nicht ganz so einfach werden. Ob das für Roller was ist, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir morgen mal sehen, wenn wir mal einige Spieler beobachten, wenn unsere Mannschaft sich morgen einspielt. So, jetzt mal ein kurzer Schwenk von dieser Position in der Halle. Es sind also jede Menge Bahnen. Hier, das sind 17 Bahnen. Bahn 17 sehen wir hier. So, wunderschöne große Halle zum Bullspielen. Hier hinten links neben diesem Spitzzelt seht ihr die Tribüne von innen. Das ist das Carré de Neuer, was wir nachher in einer anderen Perspektive sehen werden. Es geht weiter von der anderen Seite. Ihr seht wieder den Monitor, um den als Ausgangspunkt zu haben. Wir haben hier Bahn 30. Die Bahnen sind wirklich richtig groß. Ja, es sind fast 4 Meter Bahnen. Ist wirklich ganz toll hier alles organisiert. Es ist ein angenehmes Klima zum Spielen. Ja, Halle sind nur ein paar Spieler da, die da mal gespielt haben, auch heute Mittag. Dafür ist es jetzt schon zu spät. Wir haben jetzt so circa schon 20 Uhr. Hier sind nur noch Tribünen aufgebaut, wo man dann noch sitzen kann. Ich hoffe, dass wir da sitzen können und können von da aus euch auch unsere Übertragungen präsentieren. Hier in Martigny ist auch das so bekannte Berryland. Das Berryland, da werden diese Hunde gezüchtet und werden hier auch ausgebildet. Wir sind hier jetzt auf der unteren Seite. Da hinten in Rot kommt jetzt das Carré de Neuer kommt jetzt da zum Vorschein. Da kommen wir gleich nochmal zu. Da oben seht ihr hinter dem Spitzzelt die Tribünen. Ich hoffe sehr, dass wir die Möglichkeit haben, von einer anderen Position euch Bilder liefern zu können. Aber das müssen wir erstmal morgen abwarten, wie da hier genau die Einteilung ist. Ihr seht hier die Spuren. Die Spuren von den Radladern, die hier die Sachen reingebracht haben. Also hier unten drunter ist Teerboden und Beton. Also das ist schon heftig. So, hier sind wir jetzt im Carré de Neuer. Hier sind nochmal 4 Spielbahnen. Ich hoffe, dass wir von hier von der Tribüne sehr gut sehen können, dass hier auch einige gute Spiele stattfinden. Die Auslosung findet ja morgen erst statt, so dass wir jetzt im Moment noch überhaupt keine Aussage machen können, wie und was und wo und wer und wann. So gegen 13 Uhr ist die Begrüßung auf dem Marktplatz und später soll dann auch noch die Auslosung stattfinden. So, nun der letzte Schwenk vom Carré de Neuer. Ihr seht die ganzen Tribünen im Hintergrund. Natürlich, wenn das Licht morgen mal anders ist. Ich versuche morgen früh nochmal dieselbe Tour zu machen, damit ihr da im anderen Licht und mal vielleicht mit ein paar Spielern sehen könnt. Da oben sitzen die Kollegen von der Technik. Mal gespannt, was wir da an Auflagen haben, wie wir, wann wir welches Spiel übertragen dürfen und können. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also Zuschauerplätze sind reichlich vorhanden. So, dann noch ein kleiner
Aufruf in eigener Sache. Wenn euch das gefällt und ihr könnt euch das vorstellen, dass ihr hier in unserem Kommunikationsteam mitarbeiten könnt. Ja, ihr habt ja die Übertragungen letztes Wochenende von der Deutschen Meisterschaft in Aachen gesehen, was wir da für einen tollen Erfolg und wie viel Spaß wir da gehabt haben. Ja, wenn euch das gefällt, meldet euch bei mir oder meldet euch beim Kommunikationsteam in irgendeiner Form. Und heute ist jetzt hier Schluss. Bis morgen früh. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht. Au revoir. Euer Thomas von der Saar.